Wo sind denn die Buttons? Oh! Daumen hoch! Yes! Yeah, baby! Zu Hüppe und Bart. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Genau, ich darf jetzt den April-Endgegner vorstellen, oder die Endgegner. Das sind zwei in dem Falle. Das ist ja noch aktuell. Krieg in der Ukraine noch nicht vorbei ist und der Putin uns kein Gas mehr geben oder wir wollen es nicht mehr, ist der Herr Wirtschaftsminister Habeck der Meinung, wir müssen sparen, und das hat er auch schon im April gesagt. Und sein Arzt Klaus Müller, Ex-Grünminister und seit kurzem Chef der Bundesnetzagentur, hat ein paar Vorschläge und die möchte ich mal vorlesen. Zum Beispiel ist der Herr Müller für ein Saunaverbot, weil Saunas verbrauchen zu viel Energie. Dann ist der Herr Müller dafür, dass dort Energie noch knapper werden, sei das vollständige Beheizen von Single-Wohnungen, also zum Beispiel der ganz normale Jungsche, der nicht in einer WG lebt, oder der Rentner, meist ein Witwer oder ein Witwer, der das Leben schon schwer genug hat, mit mehreren Zimmern auf gar keinen Fall mehr zu rechtfertigen. Also dann sollten die halt nur noch das Schlafzimmer beheizen. Der Rest bleibt dann einfach kalt. Macht der das auch bei sich, oder was? Er ist bestimmt kein Single. So, und das treibt er halt nochmal weiter mit dem Beheizen. Überhaupt sollte man halt keine Wohnung über 19 Grad heizen. Außer natürlich Kranken- und Pflegebedürftige und Kinderzimmer. Also 19 Grad reichen ja wohl aus. Und auch ihr Duschverhalten sollen Millionen Deutsche ändern. Müller bezweifelt, ob man wirklich jeden Tag duschen muss. Man kann ja auch, um Wasser zu sparen, einfach nicht mehr die Toilette benutzen, sondern wenn man duschen geht, dann pinkelt man gleich in der Dusche. So was habe ich schon mal gehört, das ist schon vor ein paar Jahren. Ja. Ja, und darüber haben sich dann halt die CDU-Politiker und andere Parteien ein bisschen drüber, aber das ist ja klar, das machen die ja immer gegenseitig. Deswegen fühlt das jetzt hier nicht weiter aus. Aber von den Verdienern darf man sich dann anhören, wie man denn Energie zu sparen hat. Gute Karte haben wir da. Ja, muss ich sagen, das ist wirklich ein Endgegner. Das ist ein Endgegner. Also er und sein Kumpel Herr Habeck. Das ist auch sehr verzweifelt, sowas zu sagen, alles. Ja, aber das Thema mit dem Wassersparen und so, sehr interessant, das hatten wir schon mal vor Jahren. Und dann war der dann auch so gewesen, ja Leute, dann geht mal lieber zwei, dreimal auf Klo, bevor er spült, oder was weiß ich nicht, und nicht hier bloß einen kleinen Becher Wasser und spült das nach. Und dann im Endeffekt, was wurde denn nicht ordentlich durchgespült, die Kanalisation, dann ist sie kaputt gegangen und jetzt haben sie das Problem. Siehe Berlin zum Beispiel, da wird der Bus noch geflickt. Im nächsten Video stellt Enrico den Endgegner des Monats Mai vor. Genau. Wir müssen jetzt dann mal ein bisschen aufholen. Und bis dahin, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und hier, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, einen Daumen hoch. Schreibt es in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ja. Vielleicht habt ihr auch noch andere Leute, die im April Scheiße gebaut haben irgendwas erzählt habe, gibt es ja eh genug davon. Ja, schreibt mal rein. Ihr könnt auch gerne anschreiben, was man besser machen kann. Also herzlichen Glückwunsch zum Endgegner des Monats April, Herr Müller. Ja, die rote Karte ist verdient. Ich zeig's noch mal kurz hoch. Ja. Gut. Also, bis zum nächsten Mal. Bin ja auch in. Macht's gut. Bis demnächst.